Manchmal tut die Realität durchaus weh und ist sehr ekelhaft, aber genau deswegen gehe ich an die Orte, wo diese Realität eben stattfindet. Und die möchte ich euch zeigen. Wenn man an Bali denkt, kommen einem natürlich sofort die Bilder von weißen Traumstränden, Kokosnusspalmen, Spa-Bereichen und Green Smoothies in den Kopf. Wenn man dann so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, dann zeichnet sich da doch ein ganz anderes Bild. Eines der größten Probleme auf unserem Planeten ist die zunehmende Verschmutzung mit Plastik. Und das ist für mich als Meeresbiologe und Umweltschützer das Top-Thema der letzten 10 Jahre. Mein Name ist Robert Marc-Lehmann, ich bin Meeresbiologe, Forschungstaucher, Dokumentarfilmer und Fotograf. Und ich nehme euch mit auf eine Reise, die keine schöne wird. Alter Schwede, absoluter Wahnsinn. Ich war an den entlegensten Orten dieser Erde und überall habe ich Plastik vorgefunden. Tiere, die im Plastik brüten. Ob irgendwo verborgen im Ozean, ob an der Meeresoberfläche oder am Strand, alles ist voll mit Plastik. Überall. Man sieht zwar Plastikmüll an den Stränden rumliegen, aber das setzt sich unter Wasser genauso fort. Und die Insel, auf der ich mich gerade befinde, Bali, ist die allererste Insel, die ich in all meinen Anflügen erlebt habe, wo ich bereits Plastikmüll aus dem Flugzeugfenster sehe. Das habe ich so noch nie erlebt. Bei uns zu Hause wird Plastik zu einem gewissen Anteil recycelt. Hier gibt es kein Recycling. Es gibt hier keine Müllverbrennungsanlage oder Recyclingstation. Das muss also irgendwo hingehen. Ich zeige euch das jetzt mal. So sieht's aus. Tja, das ist wirklich schon brutal eklig. Und es wird ja nicht weniger, es wird immer mehr. Und apropos Meer, der ganze Kram, der hier rumliegt, der weht tatsächlich mit dem Wind am Ende ins Meer. Und die ganze Sotsche, die sich hier bildet, also das heißt das giftige Inhaltswasser und so weiter, das fließt da unten in die Mangroven, vergiftet dort alles und dann mit dem Fluss direkt auch ins Meer. Wo dann das die Fische aufnehmen, die man als Fish and Chips genießt. Es ist eine Mischung aus Horrorfilm, Dystopie, und etwas, was man gar nicht glauben kann, wenn man es nicht selbst gesehen und tatsächlich gerochen hat. So, jetzt haben wir noch den Tipp bekommen, dass es neben dem Landfill, das Landfill liegt jetzt direkt hinter mir, so eine Art Stadt gibt mit Menschen, die noch alles Mögliche aus dem Müll rauskramen und das, was verwertbar ist, dann noch irgendwie verwerten oder beziehungsweise verkaufen. Hallo, hallo, good morning. Are you sorting plastic from the landfill? Yeah. So this is rubbish, no good? Same. This, okay. Krass. Also es wird hier alles sortiert, ne? Nach brauchbaren Sachen. Crazy. Da kommt Neues. Guck mal, was die Leute alles wegwerfen. Und im Endeffekt kann man immer noch wie irgendwas verwenden, wie diese weißen Kanister, was er da gerade angebracht hat, ne? And this goes to where? To sell again? Die legen die Schrauber, ja. Okay. Und das sind Menschen, die für 20 Cent am Tag arbeiten, im toxischen Müll leben und dabei noch die nettesten Menschen dieser Erde sind. So cool. Thank you very much. Wow. Was mir bei all meinen Missionen immer das Wichtigste ist, ist eben auch zu zeigen, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Und dass immer auch Menschen hinter all diesen Problemen stehen, meistens die Einheimischen, denen man aber gar keinen Vorwurf machen kann, weil sie haben keine andere Wahl. Wir schon. Hier auf Bali ist einer der besten Plätze der Welt, um mit großen Manta-Rochen zu tauchen. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, aber alles, was ich vor die Linsen kriege, ist Plastikmüll mit Mantas im Hintergrund. Und das macht einen einfach, das macht einen wütend, das macht einen traurig und das macht einen nachdenklich und es macht einen vor allen Dingen verzweifelt, wie wir das Problem noch in den Griff bekommen können. Als ich das erste Mal vor 20 Jahren unter die Wasseroberfläche geblickt habe und meinen ersten Tauchschein gemacht habe, habe ich kein Plastik gesehen im Meer
oder nur ganz, ganz wenig. Heutzutage ist das Meer voller Plastik. Egal, wo ich bin. Immer. Überall. Es ist ein großes multifaktorielles Problem. Es gibt keine einzelne Lösung, die all das in den Griff kriegen kann. Es sind nicht einzelne Personen, die daran schuld sind. Es ist ein globales, menschliches Problem, was wir in der Zukunft lösen müssen. Und das funktioniert aus meiner Sicht über genau zwei Sachen. Nämlich erstens Regierung und umgesetzte Gesetze in Bezug auf Plastik. Und das zweite ist Bildung von Menschen. Menschen, die verstehen, warum es eben wichtig ist, Plastik wieder zu benutzen. Und deshalb ist es mir persönlich besonders wichtig, genau da anzusetzen, wo noch die meiste Kapazität quasi herrscht für Veränderungen und Inspiration. Und deswegen mache ich weltweit Schulvorträge, egal wo, international. Und nach solchen Vorträgen von mir, wo ich wirklich die Schönheiten unserer Erde zeige, wo ich das Schlimme unserer Erde zeige, wo ich aber auch immer wieder Lösungen anbiete, sind die Kids immer so angespitzt, dass man danach meistens gleich ein Clean-up macht, egal wo man ist auf der Welt, und sie so quasi nicht nur zum Nach- und Umdenken bringt, sondern wirklich zum Handeln. Und das ist das Entscheidende. Und glaubt nicht, dass ihr da draußen keinen Unterschied macht, wenn ihr Kippen bei uns in Deutschland auf der Straße aufsammelt, wenn ihr ein Beach-Clean-up macht oder den Fluss um die Ecke sauber macht. All das macht einen Unterschied und wird das ein oder andere Tier retten. Ihr entscheidet jeden Tag, was ihr kauft, was ihr konsumiert, und all das hat immer eine Konsequenz. Dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein. Wichtig ist, dass man versteht, man kann Teil der Lösung sein, ihr könnt Teil der Lösung sein. Man kann jetzt, nach diesem Video, genau damit anfangen. Es ist noch nicht zu spät und wir Menschen haben das Problem verursacht, aber wir können es auch wieder in den Griff kriegen. Das ist das Wichtigste, was man mitnehmen sollte.